Hallo, weiter geht's mit dem Endspiel Turm und König gegen König. Analog dem vorherigen Clip mit der Dame habe ich jetzt einfach mal nur die Figur ausgetauscht. Und wie schon gesagt, das Prinzip ist im Grunde dasselbe, aber häufig geht es dann doch schneller, wenn man zunächst mit dem König vorläuft. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich ziehe mal den König ran. Der Schwarze verhält sich so wie im vorherigen Clip, er bleibt so lange in der Mitte, wie es nur geht. Der weiße König läuft weiter ran. Jetzt ziehe ich mal den König hier hin. Ich hätte auch mit dem schwarzen König dem weißen König entgegenlaufen können, aber das hätte auch nicht viel geändert. Jetzt beziehe ich den Turm mal mit ein. Jetzt schneidet er schon mal den schwarzen König von der fünften Reihe ab. Der König bleibt in der Mitte, im Zentrum. Jetzt führe ich die beiden zusammen. König und Turm kooperieren. Und nun kann sich der schwarze König schon nicht mehr in der Mitte halten. Ich gehe mal hier hin. Anders als bei dem Endspiel Dame und König gegen König ist der weiße Turm auf Unterstützung angewiesen. Man könnte mit der Dame tatsächlich den schwarzen König an den Rand zwingen, ohne dass man überhaupt die Hilfe des Königs benötigt. Aber hier geht das so nicht. Also ich gehe jetzt mal weiter. Den König ran. Das Schwarze geht wieder zurück. Ich gehe weiter ran. So, und jetzt, was soll ich machen? Wenn ich hier hingehe, dann kann man das Lasso enger machen. So. Oder alternativ. Wenn ich hier hingehe, dann geht das mit dem Lasso nicht so einfach. Denn wenn ich einen Schach geben würde hier, dann könnte der König ja hier hinlaufen, wieder zurück. Das wäre kein Fortschritt. Aber ich kann ja meinen König auch mit einbeziehen. Ich kann hier hingehen zum Beispiel. Und jetzt muss der schwarze König weichen. Ich nehme ihm ja das wichtige Feld hier. Zum Beispiel geht jetzt hier hin. Ich will natürlich nicht, dass der schwarze König jetzt hier rausläuft. Ich blockiere ja auch mit meinem König so ein bisschen die Aussicht des Turmes auf der fünften Reihe. Also angedeutet. Aber ich kann ja jetzt mit dem Turm ein Feld runtergehen. Und schon ist das Gefängnis wieder ein bisschen kleiner geworden. Schwarze König geht zurück. Jetzt muss ich einen Wartezug machen mit Weiß. Sieht aus wie ein Rückschritt, aber es ist in Wirklichkeit kein Rückschritt. Jetzt ist der Schwarze in Zugzwang, wie man sagt. Er würde da gern stehen bleiben, aber er darf es nicht. Es ist ja eine Zugpflicht, die hier vorliegt und kein Zugrecht. Wie ich schon gesagt habe, dann geht er mal hier hin zum Beispiel und schon wird es wieder enger. Ähnlich wie eben kann ich so ohne weiteres das Gefängnis nicht kleiner machen. Wenn ich jetzt hier einen Schach geben würde, würde der König natürlich nach oben weglaufen. Also gehe ich hier mal runter. Dann gehe ich mal meinetwegen dahin. Ähnlich wie eben. Ich gehe jetzt mit dem König hier hin, nehme im Schwarzen dadurch dieses Feld. So dass es nun so ist, dass der Schwarze weiter Raum verliert. Dahin zum Beispiel. Ich mache es mal ein bisschen stoisch. Ich gehe mal hier hin. Häufig kann man das Gefängnis kleiner machen, ohne Schachs zu geben. Ein bisschen genauer wäre es, hier hin zu gehen, aber wie gesagt, ich will es ja einfach machen. Jetzt kann der König erstmal wieder hoch. Dann kommt wieder dieser Wartezug. Der König wieder runter, jetzt kann man es wieder kleiner machen. Dahin meinetwegen. Dahin, dahin, zurück. Ich beziehe jetzt den König also mit ein. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, oder ich meine, jetzt muss der König an den Rand, ist eigentlich egal wohin. Ich gehe mal hier hin, um den weißen König nicht ranzulassen. Aber dann kann man es hier kleiner machen.
Jetzt hat der Schwarze nur noch zwei Felder. So, so, so. Und jetzt muss der König runter und dann kommt hier das Matt. Es ist in der Praxis tatsächlich so, dass der schwarze König in der Regel in der Ecke landet und nicht am Brettrand. Theoretisch kann man natürlich den schwarzen König auch irgendwo am Brettrand matt setzen mit dem Turm. Aber wie gesagt, meistens geht das nicht. Meistens landet er dann in der Ecke. Selbes Prinzip, also wenn jetzt der weiße Turm eine Dame wäre, wäre es natürlich auch matt. Was nicht funktioniert, was mit der Dame funktionieren würde, natürlich. Wenn ich eine Dame hätte und die hier hinziehen würde oder da hinziehen würde, wäre es ja auch matt. Aber ich brauche dann sowohl die Turm- als auch die Läuferfunktion der Dame. Und da ich hier nur einen Turm habe, muss ich meinen Turm an den Rand stellen, um matt zu setzen. Und natürlich übernimmt der König hier die wichtige Funktion, Fluchtfelder zu nehmen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man sagen kann, dass das Endspiel Turm und König gegen König wirklich schwerer ist als das Dame und König gegen König. Ist sicher gefühlt schwerer für den Anfänger. Auf der anderen Seite hat es aber den großen Vorteil hier mit dem weniger mächtigen Turm, dass man den schwarzen König nicht so leicht platt setzen kann. Das ist ein sehr bedeutender Vorteil. Aber das ist, wie gesagt, eher gefühlt oder nicht gefühlt. Beides ist im Grunde leicht gewonnen, wenn man das Prinzip verstanden hat. Und dann auch als gleich schwer anzusehen. Eine Ergänzung noch, wenn in dieser Position nicht der Schwarze dran ist, sondern der Weiße, dann kann er nicht so ohne weiteres matt setzen, aber er kann dies einen Zug später, und zwar macht er dann wieder einen Wartezug auf der dritten Reihe, zum Beispiel geht hier hin. Und jetzt ist der Schwarze gezwungen, zurück in die Ecke zu gehen. Und dann bekommt man dasselbe Mattbild. Das ist auch ein wichtiger Begriff, denke ich, Wartezug. Was gibt es eben? Aus der Öffnung kennt man das, man soll sich so schnell entwickeln wie möglich. Es geht um Zeit und es ist ein Wettlauf. Und manchmal ist es eben genau umgekehrt, dass es besser ist, nicht dran zu sein. Und dann können Wartezüge sinnvoll sein. Das hat man besonders im Endspiel, dieses Phänomen. Und anhand solcher Beispiele kann man das, denke ich, relativ leicht verstehen. Mit Läufer oder Springer kann man nicht matt setzen. Es gibt nicht mal ein Mattbild. Also man könnte nicht mal ein Mattbild komponieren. Man könnte ein Patt konstruieren, aber eben kein Matt. Und daher wird sowas auch nicht mehr ausgespielt dann und als unentschieden abgebrochen. Was möglich ist, ist mit zwei Läufern matt zu setzen gegen den König oder auch mit Läufer und Springer. Aber das ist schon deutlich schwieriger und deswegen möchte ich darauf auch nicht eingehen. Mit zwei Läufern ist es auch nicht so schwer, das ist im Prinzip auch das Gleiche. Man stellt zwei Läufer nebeneinander, hat dann so eine Art V und dann wird das V immer enger und am Ende landet der schwarze König dann erst am Rand und dann in der Ecke. Aber wie gesagt, ich denke, das muss nicht sein. Läufer und Springer gegen König ist schon so schwer, dass da angeblich Meister dran gescheitert sein sollen. Und es ist auch so, dass es im Turnierschach eine Regel gibt, ja, es ist 50-Züge-Regel, und es ist so, dass eine Partie als unentschieden abgebrochen wird, wenn 50 Züge lang kein Bauer gezogen wurde oder keine Figur geschlagen. Bei Endspielen Turm und König gegen König spielt die 50-Züge-Regel keine Rolle, aber bei Läufer und Springer gegen König kann das bei technischen Schwächen der stärkeren Seite durchaus eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, das ist meines Erachtens jetzt nicht mehr Material für einen Grundkurs. Das ist dann für fortgeschrittenere Spieler. Und als nächstes kann man ja auch noch über Bauern reden. Bauern können ja, wie es so schön heißt, umgewandelt werden. Und dann bekommt man ja schon ein Endspiel Dame und König gegen König im einfachsten Fall. Oder man will einen Turm. Und dann ist natürlich die Frage, welche Endspiele sind unentschieden und welche gewonnen. Und das wird dann Inhalt der nächsten Clips sein. Vielen Dank.